Ein Hund, das wünscht sich doch eigentlich jeder. Aber ein Goldfisch oder eine Ratte sind doch viel einfacher zu halten. Wie sich Studenten einen Hund leisten können, zeitlich und finanziell, das haben wir für euch mal recherchiert. Endlich Frühling. Die Peisnitz ist voller Menschen, die die ersten Sonnenstrahlen genießen. Die grünen Wiesen sind auch ein beliebtes Ziel für Hundebesitzer. Genug Platz, um sich auszutoben, haben sie auf der Hundewiese. Aber sind unter den Besitzern eigentlich auch Studenten? Na klar, wollte ich schon mal einen Hund haben. So einen kleinen, süßen, den man streicheln kann. Na, großer Faktor, dass ich keinen Hund habe, ist die Zeit. Also ich habe einfach, ich könnte mit dem nicht Gassi gehen und das wäre dann doof, wenn der Hund immer nur zu Hause sitzt und so. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Also ich habe keinen Hund, weil ich für einen Hund einfach keine Zeit hätte. Also schon allein von der Uni her und auch, weil ich nebenbei noch arbeiten gehe. Und also das Geld, was ich da erarbeite, ist auch einfach viel zu wenig, um einen Hund zu unterhalten. Schon allein Arztkosten oder eben das Futter ist halt relativ teuer und sehr aufwendig. Wenn die Bedingungen stimmen, ist es nicht mal schwer, seinem Hund solche Tricks beizubringen. Also ich studiere hier an der MLU Agrarwissenschaften und habe meinen Hund dabei. Das ist ein Beagle, der ist 5 Jahre alt und heißt Carlo. Also finanziell habe ich das Glück, dass meine Eltern alles zahlen, was den Hund angeht. Also die übernehmen jegliche Futterkosten und Haltungskosten und Steuern und was nicht alles. Und ja, von der Zeit her ist es eigentlich in Ordnung, dadurch, dass mein Freund was anderes studiert als ich. Ist das immer so, einer ist eigentlich immer zu Hause oder wir nehmen den Hund mal mit. Dann liegt er mal eine Stunde im Auto und dann geht man mit ihm auf die Peisnitz oder so. Also der ist eigentlich kaum alleine. Sich die Pflege mit einem Freund oder gar einer WG zu teilen, ist jedoch nicht für jeden eine Lösung. Wer nach Alternativen sucht, ist beim Tierschutz e.V. Halle sehr willkommen. Also wir haben zurzeit 3 Hunde hier, die eigentlich tagtäglich versorgt werden. Die werden auch vermittelt. Dazu kommt unsere alte Kati, das sind dann also 4. Ja, also Studenten können sich gerne bei uns engagieren. Also am besten ist immer vorher anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, einen Termin zu machen. Und da dann eben gerade speziell die Hunde, ist kein Problem, man kann gerne mit unseren Hunden spazieren gehen. Wir suchen auch immer Leute, die auf dem Gelände sich mal ein bisschen Zeit nehmen, mit den Hunden trainieren, mal ein bisschen Sitz, Platz üben, das können auch nicht alle. Da haben unsere Mitarbeiter leider nicht immer die Zeit zu. Die Tierpatenschaft ist, kann man sich also ein bestimmtes Tier aussuchen, man kann herkommen, kann vor Ort gucken, welches Tier gefällt einem. Also das kann 1 Euro sein, 5 Euro, 10 Euro im Monat oder im Jahr, also das ist wirklich jedem selbst überlassen. Wir schreiben dran an die Tiergehege, wer Pate ist von dem Tier. Und dieses Tier wird dann eben mit diesem finanziellen Geld auch unterstützt, wenn irgendwie bestimmte Sachen gemacht werden müssen, Operationen, was auch immer. Es ist also möglich, auch als Student den Sommer mit dem eigenen Lieblingstier zu verbringen. Solange man nicht die volle Verantwortung auf sich nehmen kann, freuen sich die herrenlosen Hunde auf euren Besuch.